Könnt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, als die Winter noch kalt waren, schneebedeckte Landschaften zum Standard gehörten, man als Kind Schlitten gefahren ist, aber auch mit seinen Eltern in den Garten gegangen ist und hat dort die Vögel gefüttert, in dem klassischen Vogelhaus mit Sonnenblumenkern zum Beispiel reingemacht oder die Meisenknödel mit diesem Plastiknetz, meistens hatten sie grüne Farben, hat man dann an den Baum gehängt, ja, und hat was Gutes für die Vögel getan und hat sie dort gefüttert, hat sich gedacht, die Vögel haben durch den Schnee keine Chance, Samen, Nüsse oder sonstige Nahrung zu finden, hat sie unterstützt. Und als dann der Schnee und der Winter vorbei war, hatte man die Fütterung auch eingestellt und hat sich auch wirklich keine weiteren Gedanken gemacht. Das ist bei mir circa 40 Jahre her. In den 40 Jahren hat sich leider eine ganze Menge zum Negativen entwickelt. Die Vögel, die damals selbstverständlich zahlreich in vielen Arten vorhanden waren, die gibt es leider nicht mehr. Die sind ausgestorben, haben sich extrem dezimiert. Da gibt es genügend Quellen, die das bestätigen. Seit Jahren ist diese Entwicklung schon rückläufig. Ein großes Problem ist natürlich auch im Sommer jetzt, dass die Vögel wenig Insekten finden, somit die Brut, die Aufzucht der Jungen ganz schwierig ist, weil die Jungen brauchen tierische Nahrungsmittel. Da kann ich leider mit Samen bei der Aufzucht nicht viel unterstützen, sondern hier ist es wichtig, dass wir einen ausgeglichenen Insektenvorkommen haben, ins richtige Verhältnis zu den Vögeln gesetzt. Und dann kann die Brut, die Aufzucht problemlos funktionieren. In den letzten Jahrzehnten hat das leider überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich will jetzt auch gar nicht mit dem Finger auf irgendwas zeigen. Ich glaube, jeder hat dazu schon eine Meinung sich gebildet. Was wichtig ist, ich will euch heute motivieren, tut selbst was für die Vögel. Und es ist nicht nur wichtig, im Winter was zu tun. Nein, es ist mittlerweile wichtig, dass man das ganze Jahr was tut. Und heute möchte ich euch meine Futterstellen zeigen. Ich möchte euch zeigen, wie ich Futter herstelle. Hier stehen schon eine ganze Menge an Zutaten. Damit kann man wunderbar Fettfutter produzieren. Wir haben hier den Klassiker, ein Pflanzenfett. Ja, und dieses Pflanzenfett gibt es beim Discounter für, glaube ich, 2,50 oder so zu kaufen. Das ist jetzt ein Kilo, so viel brauchen wir nicht. Wir brauchen ungefähr ein Drittel davon. Dann habe ich hier in der Schale Erdnüsse, natürlich keine gesalzenen Erdnüsse, sondern hier sind es wirklich Erdnüsse, die extra für Vögel geeignet sind. Dann gibt es so fertige Futtermischungen zu kaufen im Baumarkt. Fettfutter steht drauf, da ist allerlei drin. Dann ein nächstes, kernige Haferflocken, gibt es auch beim Discounter für ganz wenige Cent zu kaufen, ist aber ein tolles Futter. Und natürlich hier die klassischen Sonnenblumenkern, ja, wie sie jeder kennt, die gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen. Man kann natürlich auch, um die Vögel zu unterstützen, einfach in den Baumarkt gehen, in den Supermarkt gehen, gibt genug Angebote und kauft dort Vogelfutter relativ günstig oder man kann auch im Internet im Spezialhandel gucken, gibt dort ein bisschen mehr aus, weil das Futter qualitativ hochwertiger ist. Meine Bitte ist aber, helft den Vögeln, tut was und ich nehme euch jetzt mal mit zu mir in den Garten und zeige euch mal meine Futterstellen, die ich aufgehängt habe. In der Regel ist das nicht mehr so wie früher, man hat ein klassisches Vogelhaus dort stehen und streut dort regelmäßig Sonnenblumenkerne oder anderes Futter rein, das ist mal egal. Man muss noch ein bisschen auf die Hygiene achten. Vögel haben leider das kein richtiges Reinlichkeitsgefühl, sondern sie laufen mit ihren Füßen quer durchs Futter durch. Gerade wenn es Vögel sind, die am Boden ihre Nahrung suchen, ja, denen ist es egal, wo sie mit ihren Füßen langlaufen. Ja. Und Vögel haben auch leider die Besonderheit, egal wo sie sind oder nicht, sie lassen einfach mal was fallen und das kann sein, sie kacken mitten ins Futter oder sie lassen es im Flug fallen oder wenn sie gerade irgendwo sitzen, sieht man ja häufig weiße Spuren. Diese weißen Spuren sind leider ein Überträger für Krankheiten. Und wenn ich gerade Futter in einem Vogelhaus ausstreue, muss ich darauf achten, dass ich diesen Unrat natürlich auch regelmäßig sauber mache. Kein Desinfektionsmittel benutzen, sondern einfach feucht auswischen oder was noch besser ist. Man nimmt eine kleine Glasschale, füllt die mit Futter rein und stellt die ins Vogelhaus. Und wenn ein Vogel ins Vogelhaus was hinterlässt, dann in Regel nicht in der Glasschale. Ja, und ich habe es, wenn es in die Glasschale hinterlässt, naja, dann kann ich es relativ schnell entsorgen, reinlich machen. Und wir sind dafür
auf der sicheren Seite, dass wir keine Krankheiten übertragen, weil gerade an Futterstellen sind natürlich viele Vögel kommen zusammen und viele Vögel treffen für Sekunden aufeinander. Ja, und wir wollen ja, dass die gesund und munter bleiben und nicht, dass sie sich bei unserer Futterstelle mit Krankheiten infizieren. Oft kommt das Argument, ja, wenn ich jetzt aber Futter auf den Boden ausstreue, was passiert denn dann mit den Ratten, Mäusen, locke ich nicht das Ungeziefer an? Die Frage habe ich mir auch gestellt und habe das auch intensiv versucht im Internet zu recherchieren, wurde da nicht so richtig fündig. Also habe ich einfach eine Wildkamera aufgestellt und habe an die Stelle, wo ich das Futter auf den Boden schmeiße, die Wildkamera nachts laufen lassen, tagsüber laufen lassen, um zu schauen, wer kommt denn da alles und wer bedient sich. Weil das Lustige ist, morgens, wenn ich das Futter hinstreue, ist es meistens am späten Nachmittag oder am Abend zu großen Teilen schon aufgefressen. Natürlich gibt es Futterreste, die nicht verwertet werden. Da hatte ich auch ein bisschen Angst, dass die Ratten kommen, Mäuse, keine Ahnung, was auch immer für Schädlinge. Ja, die Wildkamera habe ich jetzt mehrere Nächte laufen lassen, Tage laufen lassen. Ich hatte schöne Fotos, aber von Ratten hatte ich keine Fotos, von anderen Schädlingen, Mäuse, keine Fotos gemacht. Also von daher alles gut. Man muss sich keine Sorgen machen, dass sobald was am Boden liegen bleibt, auch sofort eine Ratte kommt oder ein sonstiges Tier, was man wirklich nicht haben möchte. Ich möchte was zu den Tauben sagen, Elstern sagen. Elstern und Tauben gehören in die Vogelwelt wie Kohlmeisen, Blaumeisen, Buchfinken, Sperlinge und so weiter und so weiter. Ich bin dagegen, Vögel zu diskriminieren und zu sagen, ich verjag dich, weil du bist ein böser Vogel, du bist eine Ratte der Luft. Da haben wir schon wieder die Ratte. Was in Städten sicherlich ein Problem ist mit den Stadttauben, ist in dem heimischen Garten nicht das Problem. Weil die Tauben, die ich hier habe, sind in der Regel keine Stadttauben, sondern wir reden hier von der Türkentaube, wir reden von der Ringeltaube, wir reden auch nicht von Scharen, die hierher kommen. Also ich hatte am Anfang auch Respekt, ja, na super, wenn ich jetzt hier eine Taube habe, dauert es nicht lange und ich habe 20 Tauben hier und auf einmal wache ich morgens auf und mir sitzt eine Taube quasi vorm Gesicht. Nein, ich kann euch beruhigen, so schlimm ist das nicht, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, es sind immer die gleichen Tauben, die kommen. Also ich habe ein Pärchen Türkentauben, also zwei Stück. Dann habe ich zwei Ringeltauben, die regelmäßig kommen. Elstern habe ich so zwischen 2 und 4, sind auch immer Paare. Auch hier die Elstern sind sehr treue Vögel. Teilweise ein Leben lang bilden die ein Paar und machen sozusagen auch alles zusammen. So kommen sie auch fast zusammen zum Fressen. Ja, in der Regel pirscht sich einer vor, checkt die Lage, macht sich den Schnabel voll. Das ist wirklich interessant zu sehen. Die Elster machen sich den Schnabel voll, fliegen weg und vergraben das und legen einzelne Futterplätze an, die sie dann in den nächsten Tagen wieder abfliegen und sich sozusagen einen Nahrungsmittelvorrat anlegen. Und die Elster ist verdammt schlau. Also ich bin oft am Fenster und beobachte die Vögel und sobald ich einen Schritt näher an das Fenster komme, werde ich von der Elster aber auch wirklich mit einem sehr prüfenden Blick angeschaut. Und wenn ich irgendwie eine hektische Bewegung mache, fliegt die Elster sofort weg. Sie kommen alle wieder. Aber sie sind sehr schreckhaft, sehr scheu und sehr vorsichtig, was ja auch gut ist. Welche Art von Futterspendern verwende ich? Das Vogelhaus hatte ich ja schon erwähnt, ist nicht mehr optimal, aber nutze ich auch noch eins. Dann nehme ich Futterspender, die am Baum hängen, längliche Form, gerade für die kleineren Vögel wie die Meisen, zwei Stangen, wo sie das im Flug anfliegen können. Sie können den Kopf reinstecken, holen sich einen Sonnenblumenkern oder eine andere Art von Futter raus, fliegen kurz auf den Baum, fressen das und so machen das die Spatzen auch. Es ist eine saubere Sache. Ich habe allerdings auch wo die Knödel reinkommen, solche Spender aufgehängt. Das heißt, die Vögel können sich hier dran festhalten, an dem Metallrahmen. Der Knödel wird gepickt und es ist auch leicht zum Säubern, es ist auch leicht, das alles zu organisieren. Ich habe auch schon mal so einen Futterknödel, so einen selbstgemachten, auf den Boden gelegt, um zu schauen, was passiert denn. Ja,
Die Elster kommt oder die Taube oder ein anderer größerer Vogel, die picken auf das Ding raus, machen ihn etwas kleiner und nehmen richtig große Stücke mit. Man kann gar nicht so schnell gucken, wie diese großen Futterbrocken dann geklaut werden. Deswegen immer in so einen Futterspender reinmachen. Oder was besser ist, man kann diesen selbstgemachten Knödel an eine Schnur draufhängen, wenn man in die Mitte ein Loch reinmacht, ja, und hängt das an einen Strauch, an einen Baum. Die Meisen können sich eh überall im Flug fast festhalten, festkrallen. Und größere Vögel, wie zum Beispiel die Stare, die setzen sich auf einen Ast und lieben diese Art der Speisen. Stare, ja, das nächste wichtige Thema, auch ein Vogel, der sicherlich nicht den besten Ruf hat, ja. Sie kommen in Scharen, fallen ein und fressen alles leer. Ganz so war es bei mir nicht. Sie sind gekommen, einer kam, fand sie irgendwie nett, hat seinen Kumpeln Bescheid gesagt und jetzt kommen auch zwischen 5 und 8 Stare. Ja, sie kommen dann wirklich fast im Schwarm, sind 5 Minuten hier, fressen. Sie sind wirklich, haben guten Appetit, aber wie gesagt, ich diskriminiere keine Vögel, ganz im Gegenteil. Ich freue mich darüber, wenn es den Vögeln hier gut geht und ich ihnen hier eine Möglichkeit gebe, sie gut zu unterstützen und dass sie gut über den Winter kommen und dass sie natürlich im Frühjahr dann auch gut brüten können. Kommen wir zum Frühjahr. Ich sagte ja schon, wichtig ist, dass Vögel Rückzugsgebiete haben, dass sie immer in irgendeine Deckung fliegen können, aus der Deckung rauskommen, dann fliegen sie zum Futterplatz, fressen dort und wenn sie dann fertig gefressen haben, gehen sie wieder in die Deckung rein oder fliegen halt woanders hin, wo sie entweder es fertig fressen oder wo sie wieder Schutz suchen vor anderen Fressfeinden. Die Hecken haben wir dies Jahr mit Absicht nicht geschnitten und werden es auch im Frühjahr nicht tun. Ja, für den einen oder anderen sieht es furchtbar aus, weil es alles so wild wächst. Wir freuen uns aber darauf, dass es so wild ist und dass wir somit den Vögeln einen idealen Nistplatz auch bieten. Weil jetzt schon im Winter fängt es auch an, dass die Vögel sich über Nistplätze Gedanken machen. Teilweise suchen sie sich jetzt schon Reviere, schauen, wo ist was möglich, wo geht was, ja, dass sie das als Revier dann für ihre Brut, Nister, Nesterbau und so weiter in Beschlag nehmen können und fühlen sich da heimisch. Und wir freuen uns, wenn wir hier viele brütende Vögel haben. Wir haben zum Beispiel auch einen Nistkasten schon mal hingehängt. Man darf es auch nicht übertreiben mit der Anzahl der Nistkästen, weil Vögel sind auch teilweise Einzelgänger, die ihr Revier verteidigen, zum Beispiel wie das Rotkehlchen. Da macht es gar keinen Sinn, wenn ich diverse Rotkehlchen-Nistplätze anbiete, weil es wird maximal 1 besetzt. Ja? Genauso verhält sich das mit den Meisen. Bei den Spatzen ist das ein bisschen anders, aber wir fangen ja jetzt erstmal klein an und lassen uns überraschen, was im Frühjahr auf uns zukommt. Wir hoffen, eine ganze Schar an Nachwuchs kommt auf uns zu. Kommen wir nun zur Zubereitung der Meisenknödel. Dazu verwendet man hier handübliches Pflanzenfett. Ich war bei einem sehr günstigen Discounter und habe hier eine 1-Kilo-Packung geholt. Die reicht dicke. Ich nehme keine Grammangaben, das ist nämlich ein bisschen eine Gefühlssache. Aber wenn man das sich so in 3 Teile vorstellt ungefähr, dann kommt man ganz gut hin. Das wäre ungefähr 1/3. Schneidet man hier durch, lässt sich relativ einfach pendeln, muss auch nicht groß gekühlt werden. Natürlich ist es sinnvoll, wenn das Pflanzenfett, wenn man es länger lagert, kühl zu lagern, um Gottes Willen. Aber man kauft es ja auch nicht im Kühlregal, sondern es liegt ja relativ offen. So. Nicht zu doll verpacken, weil wir brauchen das nämlich noch. Und jetzt kommt der ganze Topf auf den Herd. Man schaltet es auf eine niedrige Stufe ein. Bei mir ist das Stufe 1 und jetzt wartet man, bis der ganze Prozess des Schmelzens langsam erfolgt ist. Ich betone langsam, denn es darf nicht zu heiß werden, nicht verbrennen und schon gar nicht schwarz werden, sondern es muss einfach nur geschmolzen werden, damit man dann die nächsten Zutaten in den Topf nehmen kann und reinrühren kann. In der Zwischenzeit möchte ich euch noch kurz zeigen, mit was ich diese Knödel mache. Das ist nichts anderes wie eine Muffinsform. Das Schöne ist, die haben eine ideale Größe, die passen wunderbar rein.
Und wenn dann das Fett, nachdem es gekühlt wurde, hart ist, lassen Sie sich einfach entweder so rausnehmen oder man muss einfach mal mit dem Messer hier am Rand ein bisschen reinpieksen. Aber sie fallen fast wie von alleine raus. So eine Muffinsform ist ideal. Man kann das natürlich auch mit anderen Formen machen, aber ich finde es super. Jetzt möchte ich diesen Knödel gerne aufhängen. Der hat natürlich kein Loch. Wie behelfe ich mir? Also entweder ich habe einen kleinen Handbohrer, man kann natürlich auch einen Akkuschrauber nehmen, macht einen kleinen Bohrer rein, oder ich habe jetzt hier so ein Teil gefunden, man könnte auch einen kleinen Schraubenzieher nehmen. Ich glaube, wichtig ist nur, dass man es irgendwie schafft, hier ein Loch reinzubohren. Wenn man dann das Loch reingebohrt hat, vorsichtig natürlich, und es ist auch ganz günstig, wenn der Knödel bzw. dieses Fettprodukt ein bisschen auf Zimmertemperatur ist. Weil Zimmertemperatur bedeutet, er bricht nicht auseinander, sondern das Fett ist weich und geschmeidig. Wenn man dann hier reingebohrt hat, hier sieht man jetzt noch nichts, aber wir können schon mal von der anderen Seite so langsam reinbohren. Und so kriege ich dann meine Löcher rein, damit ich dann eine Schnur durchziehen kann. Und mit dieser Schnur hänge ich dann das ganze Konstrukt auf. So, das Loch ist drin. Jetzt brauche ich nur noch hier eine Schnur durchzufädeln. Eine ganz normale Paketschnur ist da ganz sinnvoll. Und das hänge ich dann einfach an einen Baum oder einen Strauch. Und schon bin ich fertig mit meinem Futter. Wie man sehen kann, das Fett hat sich aufgelöst. Man kann jetzt den Herd ausmachen, man braucht keine zuführende Hitze mehr. Und jetzt geht es darum, dass man entsprechend die Zutaten reinrührt. Fangen wir mit den Sonnenblumenkernen an. Hier so ein bisschen das Gefühl Freischnauze. Als nächstes kommt das Fettfutter rein. Am Anfang lieber ein bisschen weniger nehmen, weil wenn man das umrührt, dann merkt man auf einmal, wie schnell zähflüssig das alles wird. Das liegt aber nicht daran, dass das Fett so schnell abkühlt, sondern natürlich sich diese Kerne, Körner, Flocken erstmal hier alles miteinander vermischen muss. Und man braucht letztendlich zum Schluss ein bisschen Überschuss noch an Fett, damit das Ganze schön aushärten kann. Nummer 3 sind die kernigen Haferflocken. Und man sieht schon, dass das jetzt alles ein bisschen fester wird. Aber ist alles noch in einer guten Konsistenz. Und wenn es einmal zu fest wird, nimmt man einfach wieder ein bisschen Fett und erhitzt die ganze Sache. Das schadet weder den Flocken noch den Sonnenblumenkern und so weiter, weil wir lassen es ja nicht kochen, sondern wir erhitzen es ja nur. Und somit wird es dann wieder etwas flüssiger. Was auch ein Leckerbissen ist für die Vögel, sind diese gehackten Erdnüsse. Auch hier nochmal der Hinweis, nein, es sind keine gesalzenen Erdnüsse. Es sind extra Erdnüsse aus dem Vogelfutterbereich. So, vermischt das sehr schön. Und wenn man hier so ein bisschen genau hinguckt, dann sieht man noch, dass genug Fett vorhanden ist, dass ich das Ganze dann gut miteinander verbinden kann und dass es dann letztendlich in der Form eine schöne, feste Masse wird. Was ich noch übrig habe, das habe ich mir ganz am Anfang gekauft, das ist so eine halbe Kokosnuss, die war auch schon mit Fettfutter gemischt. Die haben die Vögel jetzt schön leer gefressen und das nutze ich natürlich auch, um es wieder mit eigenem Fettfutter zu füllen. Um das hier die Befüllung durchzuführen, nehme ich einfach einen ganz normalen Schöpflöffel, schütte das hier rein, drücke das etwas fest, mache den Rand sauber. Wichtig ist, es muss nicht randvoll sein, sondern einfach so ein bisschen Fettkonsistenz muss noch vorhanden sein. Man merkt schon, dass es heiß. Und somit habe ich meine erste Form gefüllt. Das kann jetzt in Ruhe auskühlen.
Und so mache ich das hier mit den anderen Sachen auch. So, nach getaner Arbeit, wobei das gar keine Arbeit war, das war jetzt eine halbe Stunde, um das Futter vorzubereiten, hoffe ich, dass euch mein kleines Video gefallen hat. Ich bedanke mich für das freundliche Zuschauen und ich wünsche mir, dass ihr ein paar Anregungen bekommen habt, um vielleicht selbst bei euch auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten die ein oder andere Futterstelle einzurichten. Habt Spaß daran, weil es ist wirklich sehr schön, aus dem Fenster zu gucken. Und gerade in Zeiten mit Homeoffice ist das wirklich was ganz Entspannendes, ja, wenn man einen stressigen Tag hat und kann dann nochmal aus dem Fenster gucken und beobachtet, wie die Vögel hier fressen. Man hört sie singen, zwitschern, pfeifen. Und nein, es ist kein Krach, sondern es ist wirklich wie Musik in den Ohren. Und ich freue mich schon aufs Frühjahr, wenn hier ganz viel gezwitschert wird, weil sich ganz viele Vögel bei uns hier ein Nest gebaut haben, eine Brutstelle eingerichtet haben und wir ein bisschen dazu beitragen konnten, dass es den Vögeln besser geht und dass sie in Zukunft weiterhin zahlreich sich vermehren werden und dass die Situation sich hoffentlich wieder ein bisschen entspannen wird. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.